Maxim weiß ja quasi, dass ich mit ihm den Boden aufwischen würde. Und deswegen sagt er, auch die U-Run, der beginnt an den Tag, wo das neue Set live geht. Absoluter Lümmel. Ah, ich hätte aufs Klo gehen sollen. Ich bin voller Blase schlechter. Ich bin mir sehr sicher, dass das stimmt. Memo war absolut crazy. Ich habe 4-3 auf 1 HP, weil ich Lilia nicht gehittet habe, deswegen kein Superfan hatte in der Jazz-Line und habe dann Frontline gespielt. Ich muss auf 7 Trades kommen. Habe dann gespielt Yorick, den ich random gefunden habe. Yorick. Yorick Ken für Guardian. Dann Echo für True Damage. Dann Mordekaiser für Sentinel mit Echo und hat dann 2 Penta und hab nah gespielt. Hab 2 von 3 Superfans gespielt. Und dann Yorick mit Jazz-Emblem, der wegen It's Jazz immer stärker wurde. So, das ist Bait. Ich versuche jetzt einfach 13 Stunden nicht mehr an Blockmann zu denken und dann wird alles gut. Ey, ich drück dir die Daumen. Deswegen denken wir jetzt einfach an TFT, alle gemeinsam. TFT. Tam nicht mitzunehmen ist schon Blasphemie, ne? Aber ich finde ihn auch einfach kacke. Mittlerweile richtig. Früher habe ich jeden Headliner angeklickt. Mittlerweile denke ich mir so, vielleicht geht noch was. Mio, ich habe es übrigens gesehen mit der Stats-Seite. Also, ich meine, aktuell gucke ich eh more or less alle Stats nach. Das würde mein Leben einfach nur vereinfachen. Das scheint mir sehr sinnvoll, so ein Stats-Overlay mir dann doch mal anzulachen. Deswegen wartet man. Weil gierige Spieler belohnt werden. Jetzt habe ich natürlich den Yasuo gedroppt, ne? Was ist das hier? Das ist einfach Rageblade Slam mit BF. 3 Off-Items. Mit Corki. Best Case Center Hit. Ich glaube, das so früh zu kriegen ist nicht gut. Heroik. Jo. I guess wir spielen hier Saves. Ah, ich spiele trotzdem Scapegoat. Ja, das habe ich ja komplett gehintet. Das war ein sehr einfacher Start, ne? Man muss einfach Corki Kaiser spielen. Das war einfach fein. Ich habe kein Item auf Ken geslammt. Na, danke für True Damage plus 2. What am I doing, man? So bad. So fucking bad. Aber weil ich zu lange für die Augments brauche, ne? Ja, ein Overlay, was mir die Stats dann sagen würde, wäre schon leichter. Ist mein Carry der Headliner? Nicht zwangsläufig. Leider. Meistens ist dein Headliner eher ein Tank. Er ist schon sehr, sehr fies. Aber der erste Headliner, den du kaufst, ist selten dein Carry. Zumindest das ist ja mal keine Lüge. Starten wir doch mit keinen Lügen. Arbeiten uns dann langsam vor zur Wahrheit. Ich habe vorgestern Country Tam Headliner gespielt. Das ist auch völlig fein. Also klassischerweise verkauft man halt mittlerweile irgendwann seinen Headliner auch mal wieder. Ich bin so am Inten, ne? Ich kann ja einfach Double Kaiser spielen. Ja.
weiß nicht. Ich nahm ihn zwei Double Bart, nimmt man vielleicht auch einfach mit, aber ist schon sehr teuer. Nee, nicht Yoga, da machen wir was. Yes, yes, yes. Das ist auch okay. So, Early hier ist tatsächlich sehr einfach. Umso weirder damit am Anfang zu verlieren. Wir müssen halt immer, dass der zuerst stirbt, dann kriegen wir ein Gold. Das ist allerdings nur, wenn es die erste Unit ist, die überhaupt stirbt, wie ich gerade feststelle. Vielleicht hat man hier überhaupt pre-levelt, aber warum nicht? Ja, Mumu, es geht aktuell jetzt probably der stärkste Tank im Game überhaupt. Das ist Armor vor HP hier. Ich brauche ein Tank-Item, damit mein Ken True Damage pockt. Mein Problem ist, umso erfolgreich in der Duel bin, desto weniger Zeit habe ich in TFC. Yes, 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 das verstehe ich voll. Habe ich wirklich ein 1-4 gekauft? I didn't know. Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Wir hätten die Armor jetzt für Echo. Hätte ich CC unser Ken noch mal mehrere Targets. Also, das ist jetzt nicht seine Schuld. Aber war natürlich trotzdem nervig. Ja, ist sehr ärgerlich, dass wir nicht Full Free Streak spielen. Ne? Die erste Runde habe ich halt so weggetrollt. Könnt ihr jetzt den Country Opener sehen, aber ich habe auch zu wenig gescoutet. Ein bisschen zu viel mit euch am Interagieren, aber ich mag euch auch einfach, ne? To the place where I belong, West Virginia. Ich verliere gegen den. Wie kann ich schaffen, dass ich nicht gegen den verliere? Einfach nicht gegen ihn spielen. Brillant. Kill den Target Dummy. Kill den Target Dummy. Dankeschön. Okay, 4 Wins, still fine. Soll ich viel scouten dieses Set? Ja. Also fairerweise, wenn ich jetzt irgendwie chillen würde, wie ich normalerweise die Season chille so, dann muss ich auch nicht scouten, weil es whatever steht da Player Combat. Dann ist es auch egal. Aber dadurch, dass wir jetzt ein bisschen über den Niveau spielen, wo ich normalerweise chille, schon okay. Ja, ich denke, ich werde mir so ein Overlay holen. Ich hab das von Blitz oder von Meta, da guck ich mir mal an. Aber ich meine, aktuell scout ich ja echt jeden Average. Einfach ein Overlay zu haben, was das für mich macht. Das hat hier genau mir die Zeit jetzt in 2-1 gekostet, ne?
Worst decision making ever. Kaiser AD oder AP, siehst du mal hier. Tech Carry. Dann zeigt er dir direkt an, welche Items auch hier sinnvoll sind. Oh, das ist auch voll gut für dich. Oder? Das ist ein cooles Cheat-Tool. Ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen unglücklich verlaufen, würde ich sagen. Naja. Ja, eine Nico zu hitten wäre eine Dings zu hitten hier. Geister. Nico. Nico hätte mir einfach hier probably das Game gewinnen können. Vielleicht funktioniert das trotzdem. Ich möchte nicht mehr. So die Übersicht immer im Board verloren, das ist crazy. Er hat übel. Niedrig im Gold Value. Ich habe Nico nicht mal angeklickt. Dann habe ich sie im Worst Case ja gerollt. Ich denke mal, ich spiele einfach Jazz mit Endless Horde, ne? Und ist auch, wenn wir den Winstreak jetzt verlieren, haben wir halt gar keine Ökonomie mehr. Oh, wenn wir den Winstreak halten, ist vielleicht auch einfach alles gut. Schon sehr viele Kopfschmerzen hier von nothing, maybe. Imagine, wie krass diese Combo aufgehen würde. Wenn ich einfach diesen gottverdammten
gottverdammte Nico finden würde, ne? Ist halt so krass, so mit 3 Item-Slots mehr, du kannst halt, du hast halt so früh so krasse Sachen, aber du musst halt eigentlich Legendaries pushen. Und ich habe jetzt auf Level 6 gerollt, als würde ich eine Reroll-Comp spielen, die ich jetzt hitten muss oder mein Game ist vorbei. Und so hat es sich auch angefühlt, aber so ist es halt einfach gar nicht. Es passiert schon mal, wenn man ein Game-Warping-Augment zum ersten Mal spielt. Aber es ist natürlich sehr unnötig. Also ich hätte hier wahrscheinlich sehr viel chilliger, sehr viel mehr erreichen können. Ich meine, ich habe jetzt am Ende on paper krasses Board gefunden, ne? Mir fehlt halt nur Jazz. Also ich habe 1000 Trades und kein Jazz. Ist so, ja. Aber es ist relativ simpel, ne? Es ist MF für Corki. Jetzt spiele ich eine Reroll-Comp. Nico fehlt mir halt, ne? Ist ein bisschen awkward, aber... War das hier schon best? Oh mein Gott. Ich habe nicht gemerkt, dass ich hier einfach MF über Cocky hätte spielen können. Dann gewinne ich den Fight vielleicht. Oh, vielleicht sogar. Ah, ja, dann gewinne ich den Fight. I'm pretty sure. I ended. My bad, guys. Was ist das Gutes? Aber ist das nicht einfach ein Cent für mich? Aber das ist actually auch gut in dem Setup. Let me check this real quick. Alter, ich kann es ja bei Netic nie schreiben, ne? Es tut mir so leid. Das ist schon sehr gut. Und ist hier probably best. Ey, fuck my life. Das tue ich mir jetzt nicht an. Aber I guess we are just chilling. Boah, halt Einlass Busbar. Kein Gold dafür. Ich habe kein Stück gescoutet, ne, aber ich war auch sehr busy mit meiner eigenen Comp. Ich muss jetzt auf 7 trotzdem für Bart rollen. Das, also auf. Okay. Okay. Man kann das Leben auch einfach sein. Ah, ich glaube, es ist 30, komm. Ich denke mal, in meinem Setup baut man Spear hier, ne? Weil ich Cybernetic habe. Template zu bauen, fühlt sich schon weird an.
wusste nicht mehr, was da passiert ist. Spatula's Game Win. Jörg wäre sehr sexy. Tier wäre best, gibt's aber nicht. Cut is always good. Du, du, du. Ist einfach eine KDA-Unit für Thresh, ne? Das wäre schon die simple Lösung gewesen. Aber ich kam nicht so richtig drauf. Ich dachte die ganze Zeit, es ist 4 Guardian, aber 4 Guardian ist es einfach gar nicht hier. Ist okay, wir haben 71 AP. Ich weiß gar nicht, warum ich so wahnsinnig gestresst bin in der Runde. Weil wir die ganze Zeit am Rollen. Ich glaube, das ist, weil ich pinkeln muss, ne? Ich spiele immer schlechter, wenn ich pinkeln muss. Bin auch immer gestresster. Aber der Mordekaiser ist crazy. Aber wir sind crazier. Jo, Memo, I guess. Aber honestly, ich würde hier lieber Seraphine Sona spielen. Warte, man kriegt den Duplicator und Bart im selben Roll. Fine. Ja, wir spielen einfach hinten raus einfach einen Batzen Legendaries. Ich weiß auch nicht wann und wie, aber... Wir sind halt auch so healthy. Wenn ich die ganze Zeit die Angewohnheit hätte, unter 50 Gold zu rollen, wäre das hier so free. KDA 5 ist hier insane.
Ja, ich spiele sehr unkonzentriert, ne? Weil ganz offensichtlich hätte ich ja hier auch einfach Thresh biten können. Für 8 Gold hoch. Dann wäre ich völlig fein gewesen. Dann war da wahrscheinlich nicht so viel gesteckt, ne? 2 Dots. Oh, im nächsten Fall sind es schon 3. Wir müssen Destler reinnehmen auch noch. Dürfen wir nicht unterschätzen. Weil der am Anfang diese Notes schießt. Und natürlich alle dann einfach... Ah, das ist voll nett, dass du an die anderen denkst, aber... Du bist echt der Einzige, der hier mattert. CN Graphics. Danke dir ganz herzlich für 4 verschenkte Subs. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Oh, yes, baby. Yes. Die Dazzler. Dankeschön. Damit wurde auch das Abo-Ziel erreicht. Ich denke, das war auch der Hintergedanke. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe schon so viele Runden verloren, weil Bart geheilt hat, statt anzugreifen. Ja, ja. Aber Decision-Making ist nicht so, ist er nicht so main. Deshalb Inokai, danke auch dir ganz herzlich für deinen Twitch Prime Sub. Wenn noch einer einen rumliegen hat, freue ich mich immer drüber, Leute. Ich habe tatsächlich nicht einmal gescoutet in diesem Game. Aber ich muss sagen, Endless Horde hat auch mich endlos überfordert. Jetzt müssen wir auch gucken, was Wincons sind, ne? Moon 3 Star. Oh mein Gott. Okay, also. Er kriegt jetzt einfach Emo in der Comp, oder was? Er hat schon Emo 6. Er ist quasi hardcore suffering from success. Kurz überlegt, ob wir jetzt True Damage nehmen, aber. War nicht so gefühlt. Die Idee ist, dass Rageblade Zona hier maybe sogar unser Wincon wird. Ah, ich muss schon 9 gehen, um den zu besiegen, ne? Wird auch einfach eine Kata 3. Mason OG, immer weiter grinden. Danke dir, danke dir. Was halt für Level 8 vorhin spricht, ist, dass wir auch noch Echo 3 starren. Was dagegen spricht, ist, dass ich gerne gewinnen würde. Ah, nee, komm. Ich müsste noch einfach Momo denyen. Ja.
Ja. Also wir haben keine Ahri 2. Aber wir haben Echo 3. Wir haben natürlich das Sunfire vorne, deswegen war Morellos jetzt so ein bisschen doppelt gemoppelt. Die Idee war, dass der Echo eh nicht lang genug überlebt. Witzigerweise tut das. Ich nehme natürlich da wieder letzte Otto. Also tatsächlich in allen Fights losing. Zumindest in dieser Rotation hier. Aber ehrlicherweise Sona und Win. Lol. Geht perfekt auf. Didn't expect that. Ich glaube, gewinne ich nicht einfach, wenn ich so halte? I guess not. Das ist natürlich so ein bisschen fies, weil wir ja auch nicht ganz so tanky sind da vorne. Okay. Ari war schon ein krasser Gamechanger, aber Kaiser Damage, by the way. Look at Kaiser Damage. Ja. Ich denke, alles von mir stirbt instant. Aber solange Bart lebt, ist alles easy, I guess. Bis gerade wusste ich nicht, dass ich KDA 7 will, aber ich will. Okay, dann müssen wir die Comp ein bisschen ändern, ne? Nein, ich bin so eindeutig. Weiß ich, hätte die ganze Zeit ein Rageblade zurück. Für die Sona. Für so einen Moment dann. Fuck das. Ja, Kali, Grüße, Lulu, nimmt mir 5 Spellweaver. Aber es ist schon überraschend, wie close das ist, ne? Könnte stattdessen eher statt Kaiser, könnte ich hier Esri spielen jetzt.
Ich weiß nicht genau, wie ich 7 KDS, also ich könnte. Natürlich gibt es sowas oder so, ne? Aber. Wie krass ist denn 7 KDA? Ja, dafür riskiere ich, glaube ich, nicht mein Game. Attack Speed Zona Skate mit der Anzahl der Units auf deinem Board. Das habe ich Legend noch nie gehört, aber ist ja ganz cool, wenn es so ist. Grants all allies 165% Attack Speed. Okay, und dann ist die Idee einfach, dass dadurch, dass ich so viele Units habe, ist es nice. GG. Crazy. Also muss ich echt sagen, also Endless Horde hat mein Brain so zermatscht im Midgame. Aber es ist so broken. Ich habe natürlich hier auch relativ früh Jazz Bart mit, also Bart mit Jazz plus 2 geht jetzt. Aber ich hatte das Gefühl, das war einer meiner probably schlechtesten, ausgespieltesten Midgames. Weil ich war auf 3-2 war ich so nervös, ne? Ich roll da durch. Aber ich habe ja 3 Units mehr. Ich stelle ja einfach rein und dann scheiße ich einfach draus. Ich muss ja nur einfach irgendwas halbwegs decent hitten. So, die Boards gingen dann irgendwann klar. Und ich glaube, am Ende hatten wir 12 Units, ne? Oder? Ich bin noch in Level 9 gegangen. Bin ich Level 9 gegangen? 9 und Endless Horde ist plus. Ist Endless Horde nur plus 2? Ah, es war jetzt schon. 12 plus Dummy. Ach du Scheiße. Ja, ist komplett crazy. Also, das halt mit Jazz ist halt. Also, manchmal, wir haben einfach einen Ork mit Endless Horde. Das war die letzten Sets völlig fein. Dann kommt, jo, guck mal hier, Jazz. Synergy Scan. Und auf einmal ist es halt OP, ne? Jazz gibt nicht für jeden Trade ein Stat, sondern es gibt für jeden non-unique Trade ein Stat. Das ist der entscheidende Unterschied. Aber es ist ein geiler Banger. Nehme ich so mit. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann gibt es morgen um 11 schon den nächsten. Peace, euer Johnny.